Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Let's Play von Wildlife Park. Ich habe bloß hier das Problem, dass es ruckelt ohne Ende. Ich habe mir ein bisschen Sorgen, es ist gerade eben schon abgestürzt. Aquarium, ich brauche jetzt gerne einen Eingang. Das ist offen, das machen wir zu, braucht man noch nicht. Gut, dann hätte ich gesagt, wir fangen an mit ein paar Tieren gleich. Was haben wir denn? Oh, wir haben so. Oh, der Mölderling. Und wir haben sogar Drachen drinnen. Jetzt mal gucken, ob wir die schon haben. Naja, kann man streicheln. Guck mal, wie viele Sterne die haben. Wie viel kosten die? 30. Nee, was? 1, 2, 3. Doch, 30. Die 3 Millionen. Können wir uns einen davon leisten? Yeah! Wir fangen an, hätte ich gesagt, mit Zebraherde. Das machen wir hier so ein großes Stück mit Zebras. Dafür brauchen wir das hier. Und da wir wirklich viele Zebras reinsetzen, möchte ich auch ein großes Stück haben. Großes Gelände. So, erstmal schön gerade machen. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, oh, komm schon, wenn ihr sagt, ich hätte gern, dass du das Tier oder das Tier mal reinbaust. Einfach mal reinschreiben. Da können wir bestimmt was machen. Ihr könnt mir dann auch Namen zum Beispiel schreiben für ein besonderes Tier. Ich möchte, dass du ein Zebra Gunther Klaus Petersen nennst. Ist das ein bescheuerter Name, ey? Also so zum Beispiel jetzt genannt. So, dann haben wir hier mal Zebra. Was ist denn das? Ein Zeta. Ich brauche Fische. Und zwar haben wir 1, 2, 3 Bubis und. Ach nee, das waren jetzt Medis. Okay, dann machen wir jetzt nochmal ein Medi. Und 1, 2 Bubis. Dann machen wir es so. So, und dann haben wir einmal das hier. Dann hätte ich gerne für die Zuschauer, sag ich schon. So. Gut. So. Jetzt kann man hier hinten hin machen. Auch irgendwas Großes. Beziehungsweise da können wir sogar mehrere hin machen. Vielleicht wären da Fischbecken eigentlich ganz cool. So ein Fischbecken, zwei Fischbecken. Das kommt bestimmt ganz cool. Das machen wir doch. Noch mal eins tiefer. So. Die Musik ist eigentlich ganz cool gerade. So. Das machen wir lauter Becken hier hinten. Weil so wie bei Zoo Tycoon haben wir leider nicht, dass wir Fischbecken machen können. Dass ich das nicht eckig machen kann, ist ein bisschen. Ah. Ja, okay, das geht auch nicht wirklich. Dann mal das mal raus. Kriegt man dafür Geld oder müssen wir da zahlen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, da kriegt man Geld dafür. Müssen wahrscheinlich eh Vegetation neu reinmachen. So, dann haben wir Fische. Oh, die sind ja niedlich. Können wir da eine Krake reinsetzen und so? Was haben wir denn alles an Fischtier? Die sind. Wie schaut's denn da aus? Au! Mich jetzt die Schnacke gestochen. Okay, ganz ruhig, Niki, ganz ruhig. Ich bin total nervös. Okay, wir müssen ganz langsam Getränkeautomaten. Ich hätte gern richtiges Futterzeugs und so. Das machen wir aber hier hin. So, einmal.
zweimal. Dann hätte ich gern einmal einen Aussichtspunkt hier. Bringt zwar nichts, aber die Leute bestehen drauf. So, was ist das? Futterautomat? Kann man Zebras streicheln? Ich weiß es gerade gar nicht. Hallo? Jetzt. Na komm schon. Platz sparend wie möglich. Anmachen. Niki ist total verwirrt jetzt. Halt im Betrieb. So. Im Betrieb. Grünfutter. Gut. So, jetzt machen wir das mal hier an und kümmern uns mal ganz kurz um unsere Zebras. 25. Gras ist eigentlich da in Ordnung. In dem Fall. So, ich sollte es nicht gleich wegfuttern. Brauche Grünfutter. Ja, Grünfutter ist da hinten. Der Chef macht gerade. Der Baum überlebt nicht lang. Was? Warum? Was los? Was los? Was los? Grünfutter sind aufgebracht. Ich habe doch angemacht, oder? Grünfutter? Machen wir mal mehr, komm. Rück 500. So. Ja, es muss jetzt erstmal. Ich brauche bitte einen Gärtner. Dann kriege ich die Krise hier. Gärtner? Der darf hier hin. Wobei, den stellen wir woanders hin. Das machen wir anders. Den stellen wir so mittig rein irgendwie. So. Was ist denn? Gut. So durstig. Ja, dann musst du halt. Du musst. Warum füllst du das nicht auf? Ist das nicht mehr deine Region? Doch, das ist deine Region. So, Wasser auffüllen. So. Der Boden ist zu trocken. Die machen wir mal raus. Ich möchte auch gern mal hier alle rausmachen. So, machen wir das Trinkwasser. Können wir das? Ja, können wir auch. Machen wir mal auf 1000, komm. Ist halt da Geld, aber... So, mehr geht nicht. Gut. So. Kommt weg. Die kommt weg. Die kommt weg. Die fressen das durch. Was hast du? Ja, das wird ja gerade, das wird gerade gemacht. So. Ich brauche Pflanzen. Die, aua, jetzt habe ich mich zu sehr gekratzt. Autsch. Die bei 25 Grad, bei 25 Bodenhärte bis 35, das ist dann gut. Machen wir so, mache ich mal hier so 1, 2, 3, 4, 5. Mecker nicht. Warum meckerst du? Es ist unglaublich heiß. Also jetzt kommt die paar Grad, hey. Sie verarschen. Ich komme niemals vorwärts. Okay, wir bauen Bäume, die mehr aushalten. 10 bis 40. Ah, das ist der passende Boden, wird er nicht. Ja, okay, das können wir ja hier machen. Du kümmerst dich mal darum. Ja, Zebra passt. Gut, jetzt müssen wir da mal Wasser reinhauen. Ich sehe schon die Folge, das wird nichts, ey. Ich brauche da ewig dafür. Hallo? Ach, das ist ja hier drin. Eins, zwei, drei. Warum machen wir noch eine große rein? 4. So, mal gucken, wie weit das Wasser hochgeht. Bodennest.
Oh je. Na gut. Steigt langsam an. Langsam stetig. Und zwar hätte ich gern hier einmal ein Trennbecken. So, das machen wir mal gerade hier. Und zwar haben wir hier einmal Fischis. Einmal Bubis. Bubis. Und Medis. 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 Braucht ihr irgendwas? Meeresfrüchte. Okay. Fisch. Gibt es sowas überhaupt? Machen wir da mal ein bisschen so. Ein bisschen Zeugsel rein. So, und das schwimmt ja fast über. Das geht mal gar nicht. So. Nächstes Becken. Was haben wir dann? Diesen hier. Ich weiß, glaube ich, dass er im Tiefseebecken ist, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Was willst denn du? Machen wir erstmal hier, den hier. So. Gut. Dann kommt der hier da rein. Einmal Bubi. Ach, das war. Okay, und einmal Medi. Okay, und was ist mit dir? Mehr Fisch. Ja, gut. Das ist kein Problem, das machen wir. So. Und da haben wir. Machen wir Chef hier. Machen wir Chef da. Chef ist dafür zuständig. Gut. Dann haben wir das hier. Machen wir noch schön hier. Ja, Chef schwimmt. Ist gut, Chef. Hoppla. Gut. So. Ihr braucht es hundertprozentig ein bisschen tiefer, ne? Mal da noch ein bisschen so. Gut. Mehr Fisch. Oh, wir haben keinen Fisch mehr, ne? Das müssen wir noch machen. Na? Und zwar Fisch. Mal 500. Gut. So. Mehr Fisch bitte. Ja, das ist mir ist verständlich. Dann haben wir noch eine kleine Attraktion. Haben wir eine Riesenkrake auch? Oh, wir haben Wale. Wir haben weißen Hai. Ich bin verliebt. Und wir haben ein Riesenkalmar. Der passt hier kaum rein. Der passt da rein. So, mehr Fisch bitte. Ja. Kommt sofort. So, und ich mache euch jetzt das tiefer. Seid ja Tiefsee-Monster, sag ich jetzt mal.
Nochmal das Stücke hier auch noch ein bisschen runter. Ups, das wollte ich nicht. Hilfe. Das möchte ich bitte ausgleichen, bitte. Das sollte nicht so sein. Warum ist denn das so huppelig hier? Das mal ausgleichen. Das ist ja bescheuert hier. Na? Ganz Insel ein bisschen hubblig. So. Mehr Fisch bekommt ihr. Euch geht's auch gut. Gut, die Leute können da fast hinlaufen. Halt, das war's. Nebenbei noch kurz. Richtig krumm und schief und so. Die Besucher beschweren sich eh, weil es einfach zu kahl ausschaut alles. Dementsprechend machen wir das alles Stück für Stück. Aber das in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Was für Tiere ihr gerne drinnen haben wollt. Und wie soll ich sie nennen? Bis zum nächsten Mal. Ciao.